Früher dachte ich, dass Vermögen wirklich einen Erfolg darstellt, dass es wichtig ist, dass du ein großes Büro hast, dass du eine Riesenmannschaft hast, dass du ein Konto hast, was übersprudelt. Ich dachte, das wäre wahrer Erfolg. Heute kann ich für mich einfach sagen, dass ich es besser weiß, dass die Menschen in meinem Umfeld, die wirklich erfolgreich sind, es geschafft haben, in allen Bereichen Harmonie reinzubringen, die es geschafft haben, eine Balance im Leben herzustellen. Und ja, Arbeit und Geld ist ein Teil davon, aber genauso sind es die Beziehung, deine Gesundheit und die Inspiration, die dazu führen, dass wenn du in all diesen Bereichen gleich gut aufgestellt bist, dass du dann in einer perfekten Balance läufst. Und dann hast du es für dich auch geschafft. Ich war schlecht in vielen Dingen. Schule war für mich immer nebensächlich. Es war nie notwendig, mich da ernsthaft reinzuknien. Ich habe das alles nur interessensbezogen gemacht. Was ich für mich festgestellt habe, der sportliche Erfolg, ja, du kannst nur alleine auf dem Podium stehen. Aber im Unternehmertum ist genau das Gegenteil der Fall. Du kannst dort nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn du ein Team um dich herum hast. Es geht nicht mehr darum, was du alleine schaffen kannst. Es geht vor allem darum, was du in einem Team erreichen kannst. Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Selbstbestimmtheit, Freiheit, Gesundheit, Freiheit vor allen Dingen. Ein selbstbestimmtes, ein volles Leben zu haben. Mir ist wichtig im Leben glücklich zu sein und frei. Erfolg ist für mich auch persönliche Freiheit, also wie frei fühle ich mich. Selbstbestimmtes Leben gehört dazu für mich. Erfolg ist für mich Freiheit. Und die Idee ist, jeden Morgen mit meiner Familie in Richtung Freiheit zu gehen. Frei von Zwängen, frei von Normen und sowas und so leben zu können, wie ich das möchte und nicht gewohnt bin. Die Freiheit und ganz wichtig ist für mich, etwas zu schaffen, womit ich auch wirklich Menschen helfen kann, womit ich etwas bewegen kann, was nicht unbedeutend ist. Mindset und Meditation. In meinem Alltag, in meiner Zielsetzung und Freiheit, meine Woche gestalten zu können. Freiheit, über das entscheiden zu können, was ich möchte. Zeit für meine Familie zu haben, Zeit für meinen Sport zu haben. Aber auch gleichzeitig anderen Menschen weiterzuhelfen können, sich selbst zu entwickeln. Um dieses Leben in die Freiheit blicken zu können und jeden Tag selbst entscheiden zu können, bin ich nahezu bereit, alles Mögliche zu tun. Das ist für mich wahrer Erfolg. Etwas für andere zu tun und daran selbst zu wachsen. Wenn du was machen willst, mach es auch. Ich glaube, Erfolg ist für mich, denke ich, einfach glücklich zu sein im Leben. Früher bin ich immer dafür belächelt worden, als ich gesagt habe, man schafft es mit 10 oder 20 Stunden Arbeit pro Woche ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Keiner hat es geglaubt. Mein Ziel ist es, dass ich gemeinsam mit meinem Team euch die Wege aufzeige, dass es gar nicht mehr notwendig ist, dass du Tag für Tag in deinem Unternehmen selber mit anpacken musst. Wenn man Bock auf Weiterentwicklung hat, dann lernt man zwangsläufig neue Dinge dazu und dann verändert sich auch das, was man in seinem Unternehmen anbietet. Du kannst dort nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn du ein Team um dich herum hast, wenn du Menschen um dich herum hast, die besser sind als du, zu denen du Vertrauen hast, wo du weißt, dass sie genau dieselben Werte teilen wie du und dass sie sogar fachlich in vielen Bereichen viel, viel besser sind als du. Das Schönste dabei, nicht du willst wachsen, sondern ihr wollt gemeinsam wachsen.